Heute bei der Bundespressekonferenz, da war Ricardo Lange mit dabei. Er ist ein Intensivpfleger, ein Baum von einem Mann. Und er hat sehr eindrücklich, wie ich finde, darüber gesprochen, welche Belastung körperlich und psychisch auf den Intensivpflegenden liegt. Seit der Corona-Pandemie ist natürlich die körperliche Belastung enorm gestiegen, was zum einen an der Schutzausrüstung liegt, die man tagtäglich trägt. Sie müssen sich vorstellen, Sie arbeiten in einem Intensivbereich und müssen dort aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ja mit Schutzkleidung arbeiten. Diese Schutzkleidung ist aus Plastik und ist somit wasserabweisend. Sie schwitzen unter der Kleidung, sie frieren, wenn sie die Kleidung ausziehen, weil der Kasak, also die Arbeitskleidung, nass ist, und sie tragen außerhalb der Zimmer eine FFP2-Maske durchgängig, 8 Stunden lang, es sei denn, Sie kommen mal zu Ihrer Pause und können mal vom Pausenbrot abbeißen. Und im Patientenzimmer, wo Sie teilweise mehrere Stunden verbringen, weil eben die Patienten so krank sind, dass es eine permanente Anwesenheit am Bett erfordert. Und da tragen Sie, wie gesagt, diese FFP3-Maske, die nochmal deutlich dichter ist und unter körperlicher Anstrengung, wie zum Beispiel bei Bauchlagen, die wir ja nun schon seit fast einem Jahr täglich mehrmals durchführen müssen. Und jetzt, wenn wir bei den Bauchlagen sind, muss man halt auch wissen, dass man dazu immer 5 Leute benötigt, 4 Pflegekräfte, einen Arzt. Es ist nicht nur körperlich anstrengend, diesen Patienten im Bett zu drehen, sondern es hat auch immer mit Risiken verbunden. Sie können sich vorstellen, wenn der Beatmungsschlauch rausrutscht, ja, dann hat der Patient aufgrund seiner fehlenden Reserven ein Problem und schwebt in Lebensgefahr. Das dazu. Dann kommt noch dazu, dass auch die seelische Belastung natürlich deutlich gestiegen ist. Und hier möchte ich Ihnen mal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Intensivkrankenpfleger, kommen zum Frühdienst und haben gerade einen Patienten aufgenommen. Er ist wach, ansprechbar, scheinbar stabil. Sie unterhalten sich, reden über Familien, Verhältnisse, sprechen mit ihm und kurz vor Feierabend sagen Sie ihm, ja, es wird alles gut werden, Herr Müller oder wie auch immer, und gehen nach Hause. Sie haben Feierabend, nächsten Tag kommen Sie zum Frühdienst, das Bett ist leer. Der Patient hat die Nacht nicht überlebt, weil er sich in der Nacht so verschlechtert hat, dass er einfach verstorben ist. Und diese Situation haben wir häufig. Anderes Beispiel: Sie betreuen eine Mutter um die 50, 2 Kinder. Mehrere Wochen, leider liegen ja die Covid-Patienten eben nicht nur wenige Tage, sondern teilweise auch mehrere Wochen bis Monate bei uns auf der Intensivstation. Monatelang, wochenlang kämpfen sie gemeinsam mit der Familie um das Leben dieser Patientin. Sie telefonieren täglich mit den Kindern und irgendwann kommt der Tag, an dem der Arzt die Angehörigen anrufen muss, um ihnen mitzuteilen, dass die Mutter die Nacht nicht überleben wird. In normalen Zeiten haben wir natürlich immer mit Verstorbenen zu tun. Wir werden als Intensivkrankenpfleger immer todkranke Menschen betreuen, aber in normalen Zeiten sterben die Patienten anders. Sie sterben im Beisein ihrer Familie. Im Verschlechterungsprozess ist die Familie jeden Tag da, kann den oder die Angehörige, die Mutter, den Vater, wem auch immer, anfassen, ohne Handschuhe, ohne Schutzkittel, ohne Visier, und kann diese Mutter, diesen Vater wochenlang, tagelang begleiten. Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ist es jetzt so, dass die Familie erst kommen darf, wenn sich abzeichnet, dass der Patient in Kürze versterben wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen ins Krankenhaus und müssen Abschied nehmen mit Mundschutz, mit Kittel, mit Handschuhe. Sie haben keinen körperlichen Kontakt, und auch wenn die Mama noch ansprechbar sein sollte, was in den meisten Fällen leider nicht mehr ist, sieht sie sie zum letzten Mal mit Maske, verkittelt, und das ist das Letzte, was sie sieht. Und dazu kommt, dass wir Pflegekräfte, wenn die Patienten dann leider verstorben sind, eben diese Menschen wieder zum Infektionsschutz in schwarze Plastiksäcke packen müssen. Wir legen sie dort hinein und ziehen den Reißverschluss zu. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, das macht was mit einem. Es ist ja nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern bisher unzählige Male. Und da muss man sich auch als Mensch erstmal dran gewöhnen, weil es hätte auch meine Mama da sein können, die da liegt. Und ist seelisch manchmal schon sehr belastend.